Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen in der Reifebahn Sporthalle Schwerin zum Drittligaspiel des SV Grünbach Schwerin gegen Hennstedt Ulzburg. Und zurzeit sieht es ja ganz gut aus für Schwerin, wenn auch noch nicht in der Tabelle. Man steht hinter Hennstedt Ulzburg auf Platz Nummer 8. Heute könnte man sie abfangen, könnte sie überholen in der Tabelle und erstmalig einen positiven Tabellenstand haben, also mehr Pluspunkte als Minuspunkte. Um das Ganze zu erklären, habe ich Daniela bei mir. Daniela, warum spielst du heute nicht? Ich habe mich leider bei einem Freundschaftsspiel gegen die Polizeiauswahl in Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag im Training verletzt und steige erst nächste Woche wieder ins Training ein. Ja. Ja, Polizei, dein Freund und Helfer, ja? Leider diesmal nicht. Nichtsdestotrotz sieht die Bilanz für Schwerin sehr positiv aus. Ihr habt einen neuen Trainer, seitdem nur gewonnen. Warum? Was macht er besser? Er hat uns neue Impulse gegeben. Wir sind in der Mannschaft dichter zusammengerückt. Jeder konnte mehr an seinen individuellen Fähigkeiten arbeiten. Und so konnten wir uns jetzt schlussendlich doch mal in allem ergänzen. Ob Angriff, Abwehr, stimmt einfach. Was erwartet hier uns heute für einen Gegner? Hennstedt Ulzburg in der Tabelle direkt vor uns, also ein enges Spiel. Aber was ist das für ein Typ Mannschaft? Ganz viel Kampf, Einsatz und vor allen Dingen große Leute. Ne? Das sind großgewachsene Mädels, die von aus der zweiten Reihe gut shooten können. Und da ist unser Innenblock gefragt und unsere Beinarbeit, dass wir dem entgegenwirken können. Ja, und klar, angeschlagene Mannschaft von der zweiten Mannschaft aufgefüllt mit Jule Grünwald. Was traust du den Mädels heute zu? Wie geht das Spiel aus? Ich glaube, dadurch, dass jetzt alle in die Bresche springen müssen, eine Riesenüberraschung. Und ich glaube, sie werden uns nicht enttäuschen. Ja, das gucken wir uns dann jetzt gleich an beim Spiel SV Grünwald Schwerin gegen Hennstedt Ulzburg. So, wir begrüßen mit einem großen Applaus unsere Gäste hier, SV Hennstedt Ulzburg. Hier im Sporthalle der Verband der Nazi Halle. Beides. So, ihr Lieben, ihr könnt jetzt aufstehen, ein bisschen Kraft machen. Aber ein bisschen Ich möchte hier keine positiven Kommentare heute machen.
Schiedsrichter hat mir das sagen. Und wenn nicht, sag ich nur was dazu. Das heutige Filmspiel wird Ihnen präsentiert von der Firma Mauerbauer aus Nürnberg. Begrüßen wir und natürlich die Fans erstmal gut aus Spiel. Keine weitere Pause noch für meine Teams hier. Das ist ja Schicken Weisen hier. Denn das ist die Hölle. So, und damit herzlich willkommen auch vom Kommentatorenplatz zum Spiel Grün-Weiß-Marien gegen Hennstedt-Ulzburg. Bei mir heute wieder Roberto, der das Spiel als Experte begleiten wird. Roberto, ich freue mich erstmal, dass du da bist. Hallo. Ja, hallo. Ja, Roberto, wir haben heute ein Spiel von zwei Tabellennachbarn. Daniela Ernst sagte vor dem Spiel, das Schwierige an Hennstedt-Ulzburg, das sind alles große Spielerrennen. Inwiefern wird sich das heute auswirken? Sowas kann sich immer positiv wie aber auch negativ auswirken. Weil sicherlich sind sie schnell auf die Beine, beweglich, aber manchmal steht der Oberkörper der ganzen Sache etwas nach. Und da liegt es natürlich dann an der... Ja, da geht schon gut los. Wenn die Künste mit dem 1:0 für Grün-Weiß-Schmarin auf der Gegenseite war es an Katrin Skubich. Und dann gibt es gleich 7 Meter, wir haben noch keine Minute gespielt. Und wenn die Künste geht zum 7 Meter und versenkt ihn. Aufzugreifen. Sicherlich alle sehr groß gewachsen, aber auch der Oberkörper muss natürlich dann dementsprechend mit dazu arbeiten. Weil nur Länge reicht ja nun manchmal auch nicht mehr. Also die Athletik ist da unheimlich wichtig und das dann vom Oberkörper bis in die Beine rein. Alab scheitert, Badlau mit dem Treffer. Nächster Treffer an der Reiferbahn, Torschütze, die Nummer 33, Vivian Badlau. Neuer Spielstand 3:1, SV Grün-Weiß Schling. Klarer Ball. Und Nabilek. Im Tor mit dem ersten gehaltenen Ball. Aber dazu sagen, er hat ihn auch stark gehalten, spät gesehen und dann taucht sie wirklich unheimlich schnell ab. Und das verunsichert natürlich auch den folgenden Werfer. Was soll ich jetzt machen? Weil wahrscheinlich ist die Idee momentan, Nabilek unten zu bezwingen, weil sie oben ja doch sehr, sehr robust ist und auch sehr gut halten kann. Ja, wenn man dann schon oben wirft, dann muss er natürlich auch das Tor treffen. In dem Fall nicht der Fall. Und die Chance für Schmerin auf 3 wegzuziehen. Er hat mal kein... Drückt auch keiner raus, richtig? Es ist halbe Höhe. Und für so eine große Torhüterin, die wirklich sehr beweglich scheint, musst du wirklich ganz hoch oder wirklich ganz tief. Also für sie ein dankbarer Ball ist.
Ja, und dankbar ist auch die Kreisläuferin Skubich. Netz zum zweiten Mal ein. 3-2. Der Schiedsrichter schauen sehr genau hin, ob nicht schon eine Spielerin über der Linie ist beim Anwurf. Das darf natürlich nicht sein. Verteidigen sehr beidseitig gewandt. Es wirkt schon fast wie eine 3-2-1. Ist aber eine 5-1, oder? Sie spielen eine 5-1 und wirklich bedacht darauf. Genau das meine ich. Ganz oben ins Eck hat die Torhüterin auch trotz ihrer Größe keine Chance. Nein. Das Entscheidende ist da sicherlich die 5-1 und sobald Druck von der Ballposition kommt vom Angreifer, dass dann sofort rausgetreten wird. Das heißt, es verschiebt sie ja nur auf die Ballseite. Es bleibt ein 5-1, wo man dann in dem Moment, wo der Ball auf der Seite ist, offensiver wird. Und Nabelle holt den Ball oben aus dem Eck raus und es gibt Einwurf für Henschein Ulzburg. Weil sie den Ball hinter der Kreislinie ins Aus befördert hat und dann gibt es Einwurf von der Ecke und nicht Abwurf vom Tor. Boah, von außen schlechter Winkel über Treffer. Da hat noch eine Rechtshänderin. Janneke Bielefeld und jetzt gibt es 7 Meter. Für meiner Meinung nach eine grobe Unsportlichkeit, hat keine Chance und flücht sie aus der Luft. Sie hat keine Körperkontrolle mehr eben gehabt. Es gibt ein kurzes Gespräch zwischen den Schiedsrichtern. Es kommt nur zu einer 2-Minuten-Strafe. Ich habe viele Schiedsrichter schon gesehen, die auch in so einer Situation den Griff in die hintere Tasche tätigen und dann eine rote Karte zu ziehen. Ich denke mal jetzt bei Völzke das Glück des Tüchtigen. Aber es lässt natürlich Wirkung. Ah, wir mit Bartblau wieder auf den Beinen. Psychologisch. Wie man im Englischen gerne sagt, the damage is done. Nochmal bitte. Wie man im Englischen dann sagt, the damage is done. Also der Schaden ist erstmal angerichtet. Ja, nur ist die Frage, ob Vivi nochmal in diese Position geht und sagt, ich mach's nochmal. Oder ob sie jetzt nach innen vielleicht abbricht. Aber eben hatte eigentlich die Gegenspielerin keine Chance mehr. Nur noch der reine Körperkontakt. Und aus der Wurfposition, die sich Vivi Martin nehmen wollte, sieht jedes Angehen des Angreifers unheimlich schlecht aus. Immer gefährlich, kann man sich unheimlich doll wehtun. Wir sprechen jetzt in Überzahl, der 7 Meter verworfen von Wendy Künzel. Ja, das sieht so ein bisschen so aus, als hat Schwerin sich jetzt entschlossen, den Kampf anzunehmen. Packen da gut zu. Steffi Lars, dann auch Vivian Bartlau. Und jetzt passives Spiel angezeigt von den Schiedsrichtern. Ja, ist ja auch kein Druck auf die Abwehr. Und Nabilek mit einer starken Parade. Erneut. Er hat mal einen Pfosten. Ja, stellt Schwerin gut zu jetzt defensiv. In Überzahl. Genau.
Muss man sehen, jetzt eine Überzahl. Leicht punktiert dort mit einer, ja, doch, Manndeckung. Jetzt ist wieder voll. Ja. Und drin von außen der Ball. Mirlinda Hani. Ja, jetzt hat Schwerin Überzahl gespielt und hat sie 1-0 verloren und der gehörte schöne Vorsprung ist hin. Ja, sicherlich, man nimmt sich für eine Überzahl unheimlich viel vor. Hat da sicherlich auch ein, zwei Spielzüge parat. Oh, das riecht nach zwei. Ja, gelbe Karte wird es geben. Der Schiedsrichter greift in die Tasche. Gibt gelbe Karte für Vivian Bartlau. Ja, die Aktion hat sie nicht kalt gelassen. Und da muss sie aber aufpassen, dass sie sich nicht zu sehr gehen lässt und ihre Mannschaft dann schwächt. Ja, man nennt es immer so schön Revanche-Foul, ne? Ja, und jetzt gibt es erstmal 7 Meter. Und gelbe Karte gegen Steffi Dube. War nicht ganz deutlich zu erkennen. Und es ist die zweite für Grün-Weiß-Berlin in Halbzeit 1. Und Bente Maaßen gegen Nabilek. Und sie trifft. Und sie verwandelt unsere Gäste in die Führung mit 5-4. Jetzt gibt es gelb auch auf der anderen Seite. Gegen Bente Maaßen, die Torschütze in der Führung. Schönes Anspiel auf Steffi Lars. Guck, Kerstin Lapp. 5-5. Und es gibt noch gelbe Karte gegen Tina Pejcik. Oder Pejcik ist es, glaube ich. Ostbach, 5-5. Oh, da geht gerne raus und Nabilek hält. Aber wieder halb hoch. Ab und zu für den Torhüter wirklich wieder etwas, um ins Spiel reinzukommen, wenn mal ein, zwei Aktionen unglücklich waren. Ja. Roberto, nee, mir sagt es voraus, der 7-Meter-Pfiff dann von den Schiedsrichtern. Und nochmal eine klare Ermahnung an Steffi Dube. Das nächste Mal sehen wir da die 2. Und Bente Maaßen erneut. Ganz sicher. So, 2 Treffer, beide per 7 Meter. Boah, toller Kracher von Vivian Erdmann und Schwerin bleibt im Ballbesitz. Auch schon das zweite Mal, dass sie das Ding ans Gehölz setzt. Ja, also auch das dritte Mal jetzt gleiche Höhe, gleiche Ecke. Sollte sich vielleicht jetzt mal entscheiden, die kurze Ecke anzuvisieren. In der ist das Tor von Steffi Lars auf zum zweiten. Und es gab nochmal Gelb gegen Laura Neu. Neu ist es unsere Nummer 4, Stefanias Ostreich. Das war jetzt die dritte gelbe Karte gegen Hennstedt-Ulzburg. Und damit sehen wir jetzt demnächst nur noch 2 Minuten. Davon sollten wir ausgehen. Ich schau gerade, bei Grün-Weiß sieht das wie aus. Noch da haben wir 2, da haben wir einmal Steffi Dube mit Gelb und Vivian Bartlau. Ja.
Und Steffi Dube mit der Ermahnung zusätzlich Schrittfehler. Marlene Völzke. Ja, schon mit 2 Minuten bestraft gewesen. Er hat man jetzt von außen. Ja, mal Variante. Schöne Liga. Hat sie genau geguckt, was die Torhüterin gerade macht. Zieht ein bisschen den Oberkörper zusammen, Kopf weg und dann wird das Ding ganz locker rübergelegt. Also wirklich erste Sahne dieser Auslösehandlung. Und mal etwas anderes, etwas Neues im Spiel von Grün-Weiß-Schwerin. Und Maas, tolles Tor. Die erste Treppe aus dem Spiel heraus. Extreme Sprunghöhe eben. Kaum zu verteidigen für Block und für Torhüter. Sollte sie heute bitte nicht allzu oft machen. Zumindest aus Schweriner Sicht. Mal wieder der Gedanke an das Kreisanspiel. Auf Steffi Lars. Sie wird heute auch wenig Entlastung kriegen, Daniela Ernst. Wir hatten sie vorhin in der Anmoderation. Er ist verletzt, hat sich vertreten beim Trainingsspiel gegen die Polizei. Ein passives Spiel. Ja. Nee, zeigen es nicht an. Doch, jetzt zeigen sie es an und er hat mal. Wechselt sie die Seite und hat trotzdem das Pech mit dem Pfosten. Aber wie gesagt, sie lernt raus, finde ich gut, dass sie jetzt anfängt, ihr Wurfrepertoire zu erweitern. Und da geht sie falsch raus, jetzt gibt es 2 Minuten, oder? Ja. Es gibt wegen Schubsen gegen SV Grün-Weiß. Es gegen Gehen Bartlau. Vivian Bartlau. Haben wir erst gedacht gegen Erdmann? Sie hatte schon gelb. Nicht unvertretbar wie die Entscheidung, aber der Fehler geht vorher von Erdmann aus, die rausstürmt und dann ausgespielt wird. Ja klar, da steht dann Vivian Bartlau teilweise also auf 2 Angriffsspielerinnen. Und ja, dann entscheide ich einmal für den richtigen Moment. Und da war sie in dem Moment zu spät, versucht ein Stück aufzuschieben. Klar, das wird natürlich bewertet von den Schiedsrichtern. Ja, und das war in unserer Bewertung ganz toll rausgespielt. An den Kreis, Bente Maas mit dem Pass. Auf Pesek. 8-7 für Henstedt Ulzburg. Es liegt natürlich der Vorteil bei Henstedt, dadurch, dass sie in Überzahl spielen, gucken, ob sie es jetzt besser machen wie die Grün-Weißen. Sie gehen auf jeden Fall die Abwehr nicht so offensiv an. Ja, ich denke mal, sie scheinen ja soweit auch recht kompakt. Und es bleibt dabei, dass natürlich der Ballführende sehr früh angegangen wird. Und sie können es natürlich auch machen, sie können schön verschieben dahinter, weil ja auch kein Kreis stört. Passives Spiel angezeigt, Fuß jetzt von Mandy Künzel und der Tempo-Gegenstoß läuft, Pischek. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, wer da gehalten hat. Der Pfosten. Der Pfosten. Gerade die Aufforderung an Steffi Lars, auf dem Kreis wieder aufzulösen und sie nicht links außen aufhalten zu wollen, um die Abwehr im Zentrum auch ein wenig zu beschäftigen für die Aufbauposition. Ja, genau so habe ich es gesehen. Ja, macht Schüttelung frei, sperrt er weg. Aber wir haben erneut den Tempo-Gegenstoß von Henstedt Ulzburg. Und Abelek mit einer klasse Parade. Also macht sich ganz, ganz groß, wartet sehr, sehr lange. Kommt noch ein Stück raus. Für jeden Konterspieler ein Horror, wenn der Torhüter immer größer wird und die Arme ausfährt. Also da möchte ich nicht unbedingt immer Werfer sein. Das kann ich bestätigen. So ein Torwart kann ganz schön groß werden. Das war jetzt die 5. Parade von Nabilek. Ein toller Rückhalt. Oh, Schrittfehler gepfiffen. Den habe ich jetzt aber nicht gesehen.
Da muss es wahrscheinlich schon beim Anziehen von Vivian Bartlow passiert sein, wo sie auf Lücke gestoßen ist. Aber ansonsten hätte ich bei Vivian Erdmann hätte ich ihn nicht gesehen. Aber ich nehme auch, dass er einfach vielleicht etwas spät gepfiffen hat. Oh, schön durchgestiegen. Pischek. Nächster Treffer ist bei Schönburg. Sie erhöhen auf 97 die Herr Schrittwähler war bei Vivian Bartlow. Schiedsrichter ist nochmal gerade ihr kurz erklärt, was sie nachfragte. Da haben wir natürlich auch unsere Erklärung jetzt. Ja, und jetzt haben wir erstmal Erklärung von Lutz Gaube, Auszeit von Gröber Schmerin. Mit der ersten Auszeit haben wir die Möglichkeit. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren. Wir müssen ein bisschen aggressiver arbeiten. Jetzt seid ihr besser eingestellt, dass wir mit dem Zurücklaufen, das macht ihr jetzt gut. Früher umdrehen, zwischen 9 und 12 Meter aggressiv arbeiten, okay. Das Zweite ist, wir müssen immer aufpassen auf die ablaufende Kreisläuferin. Und wenn die zu dicht drankommt, dann müssen wir nach vorne und nicht nach hinten noch den Schritt machen. Das heißt, 7, 8 Meter ist dann gefährliche Zone, da dürfen sie nicht mehr querspielen können. Vorne im Angriff, die Außen laufen, die Halben laufen und wir spielen die 3 links und rechts. Das sind die Sachen, die wir machen müssen vorne. Bewegung reinkriegen, der Außen läuft, der Halbe auf die Außenposition, der Mittelmann auf die Halbposition, dann 1-1. Entweder gehst du mit auf der entgegengesetzten Seite, wenn der Halbe einläuft, dass eventuell der Einläufer angespielt werden kann, oder du stehst entgegengesetzt für Rückpass. Okay? So, da hat Lutz Gaube jetzt einiges korrigieren wollen, gerade in der Abwehrarbeit. Zum einen aufpassen auf den weglaufenden Kreisspieler. Zum Zweiten hat er darauf hingewiesen, 7-8 Meter ist die gefährliche Zone, da darf kein Querpass kommen. Das sind so die groben Sachen, die er angesprochen hat. Und die Halben laufen, die Mittellaufen und die Außen sollen freigespielt werden. Das sind die Dinge, die wir machen müssen, so hat er es gesagt. Ja, eine Abwehr sicherlich nachvollziehbar, dass man natürlich Handstab mit den großen Spielerinnen nicht aus dem Nahbereich werfen lässt, sondern frühzeitig angeht, so wie es ja auch die Ullstädter hier bei uns machen. Ja, und wenn dann ein Querpass kommt von der halbrechten zur halblinken Position, sollte man auch ab und zu in der Lage sein, da mal die Finger reinzuhalten. Ermöglicht natürlich schnelle erste Welle. Und vorne sicherlich die Situation, wir haben einen starken Linksaußen. Aber dadurch, dass die Welle zeitweise gar nicht bis nach außen durchkommt hier im Angriff, ist es natürlich für beide Seiten unheimlich schwer. Ja, jetzt mal Marianne gespielt, auch immer wieder mit Einläufern von der Halben arbeiten. Frau Dickmann ist jetzt auch eingewechselt. Und wieder der Treffer von Enzel Rotburg, freigespielt Pischek erneut. Ihr vierter Treffer bereits. So, und jetzt haben wir in Schmerin eine alte Bekannte auf dem Feld. Wer sich an das letzte Heimspiel von Gröber Schmerin gegen Henschel-Ulzburg erinnert, Rabea Diekmann und Vivian Bartlau sind da nicht die besten Freunde geblieben nach dem Spiel. Und Emil Jena hat das Feld wieder betreten und dachte, sie kriegt auch direkt den Ball als Ausläuferin. Spielt aber heute gegen Steffi Dube erstmal. Und wieder Maaßen. Und wieder Nabilek. Ja, Julia weg. Ein gutes Mittel eigentlich gegen hochgewachsene Spielerinnen. Ja, ich denke mal, wir haben jetzt alle eigentlich mit dem Schwungwurf gerechnet. Aber es ist natürlich auch eine gute Wurfvariante, die man vielleicht eins öfter anbringen sollte von beiden Halbpositionen. Das finde ich jetzt interessant. Wechsel. Wendy Künzel geht raus.
Vivian Bartlau geht auf die Mitte und Jessica Janda kommt für die Vivian Bartlau-Position. Da ist jemand nicht zufrieden mit seiner Mittelspielerin. Ja, Wendy ist heute noch nicht so richtig durchschlagskräftig. Boah, Steffi Lars, abgestanden, aber wahnsinnig gefangen, der Ball. Ich bin gespannt. Wir haben vor dem Spiel mit Lutz Gau gesprochen. Relativ dünner Kader, 11 Leute. Ne, relativ dünn. Da sagt er, das ist okay, mit dem 12. und 13. Mann gewinne ich kein Spiel. Das Spiel gewinne ich mit den ersten 8. Und jetzt passives Spiel. Schritte abgepfiffen. Hat man immer so 7-8 Spielerinnen, die so ein Spiel auch reißen, die das Spiel gewinnen. Trotzdem brauchst du natürlich über 60 Minuten doch immer wieder Spielerinnen von der Bank, die es den anderen ersten 7 ermöglichen, eine kleine Pause einzulegen. Keine Pause macht bisher Vivian Erdmann. Ihr dritter Treffer. Und unten trifft sie dann auch mal das Tor, nicht nur das Holz. Ist bei der großen Torhüterin aber auch sinnig, auch mal nach unten zu werfen. Und Nabelek erneut. Den 7. Ball, den sie schon rausfischt. Ja, macht einen tollen Job da hinten. Holt noch ein oder andere Mal eine Unsicherheit der Abwehr wieder raus. Und das sollten sich die Grün-Weißen auch vorne zu Nutzen machen. Sie haben einen starken Rückhalt momentan. Jetzt muss es vorne nur noch ein bisschen fluffiger werden. Schöne Fitte von der Erdmann. Die hat jetzt richtig Lunte gerochen. Ja, aber dieses kurz reinziehen auf die Mitte, abbrechen. Er schaffte sogar noch die Möglichkeit, zu Steffi Lars abzuspielen, die sich wunderbar frei gemacht hat im Zentrum. Das heißt, es gab dort in dem Moment zwei Varianten. Entweder der eigene Wurf oder das sichere Abspiel zum Kreis. Also gesehen hat sie sicherlich. Und Diekmann mit dem Treffer. Haben den Ball, neben dem Blick jetzt natürlich auf die Angriff von Grüner Schmerin. Gucken wir auch einmal auf Nabelek. Das ist ja ein bisschen vertreten, aber scheint weiter zu gehen. Und er hat mal mit dem nächsten Lars mit dem Tor. Gestern beim Spiel haben sie es begründet, nach dem 7-Meter-Wurf, der Nachwurf war dann drin, das ist moderne Handball, wir spielen jetzt mit Bande, so kann man das jetzt auch sehen, oder? Ja, ist eine schöne Aussage, ja. Oh, das gibt zwei Minuten. Davon ist auszugehen. Gegen Vivian Erdmann. Zeitstrafe für Nummer 25, Vivian Erdmann. Und es gibt 7 Meter. Abgesehen vom erneuten Holzwurf von Vivian Erdmann ist das eine Riesenschwächung für den Angriff von Schweriner Seite. Ja, momentan lief es ja nur über Vivian Erdmann. Und das wird sich jetzt gleich zeigen. Diekmann gegen Nabelek trifft. Und sie verwandelt. Neuer Spielstand 13-12. Sehen wir die große Vivian Bartlau auf der halblinken Wurfposition hier. Steffi Lars auf der Mitte. Löst jetzt wieder auf. Genau. An den Kreis, genau. Macht, und dann macht Bartlau wieder den Mittelmann. Oder Mittelfrau in dem Fall. Wenk scheitert. Ah, es ist hervorragend rausgespielt. Und Diekmann scheitert an Abelek.
Also jetzt Marine, aber Glück, dass Nabelek heute so gut aufgelegt hat. Ich möchte gar nicht wissen, wo wir stehen würden. Ja, denk mal, sonst wären schon 5, 6 Tore, wären das wohl schon gewesen. Wer traut sich jetzt? Wer traut sich jetzt? Ja, obwohl der Trainer sagt, spielen. Ja. Stark abgelaufen von Jesse. Ja, auch. Und in der Bedrängnis, diesen Pass zu spielen. Sicherlich hofft man, dass einer mitgelaufen ist, aber natürlich jetzt tolle Abwehrarbeit und gute Laufarbeit von der Grün-Weißen, von den Grün-Weißen. Daher kommt diese Situation zustande. Und jetzt nimmt sie sich in Wurf und er ist drin! Das gibt's ja nicht! Ja, Roberto, darauf basiert Trainer die Haare. Nabelek hält den Ball vom Maßen. Also ich muss ehrlich sagen, der Torhüter weiß ja, was er tut eigentlich. Er regnet mit allem, aber er regnet nicht mit so einer Gurke. Und so eine Gurke muss auch mal rein. Jetzt weiß ich beim nächsten Mal, dass ich es wieder anders mache. Aber ich würde wahrscheinlich dann auch die Hände beim Kopf schlagen und sagen, oh mein Gott. Oh, ja, das sind dann die genialen Momente im Sport, wenn man etwas tut, womit die anderen nicht rechnen. Den weiß ich ja komplett. Ja, wir nennt man jetzt auch wieder auf der Platte. Und Diekmann. Einläufer im Kreis, holt den 7 Meter und es gibt die dritte Gelbe für Grün-Weiß-Schwerin gegen Julia Wenk. Ah, ich hätte jetzt fast gedacht, dass es das erste Mal zum Torwartwechsel kommt hier beim 7 Meter. Ja, ist aber auch die dritte Schützin. Nabelek ist wieder dran. Aber der Ball ist drin. Torschützin. 2:2. Da traut sich wieder niemand. Aber dann Steffi Lars. Fast ein wenig zu lange gespielt. Ja, beim richtigen Moment. Immer wieder Druck, bisschen Druck auf die Abwehr. Und so entsteht in dem Moment, dann endlich auch die Passphase, dass jemand frei ist. Und wenn es Steffi Lasi gewesen wäre, wäre es außen gewesen. Na schade, aber vorher schöne Stürmerfoul gesehen. Ja, aber also, sollte man so eine Situation eben nicht abschenken. Aber es ist immer doch ganz wieder schön, das zu sehen, weil so oft wird das Stürmerfoul nicht gepfiffen. Das ist wahr. Diekmann wieder. Und Nabelek! 30 Sekunden! Ja, ja, da geht die aufregende erste Halbzeit, geht schon zu Ende. Haben jetzt noch knapp 20 Sekunden auf der Uhr. 13:14 der Spielstand. Und da wird der Ball weggeschenkt von Grün-Weiß-Schwerin und Hennstedt hat nochmal die Möglichkeit. Weiß er nicht wohin und jetzt muss er schießen und er ist vorbei. Und das war's. Halbzeit hier in Schwerin. Halbzeitstand 13:14. So, und da sind wir wieder. Zweite Halbzeit steht an zwischen SV Grün-Weiß-Schwerin und SV Hennstedt-Ulzburg. Und wir müssen das Ganze jetzt mal in Kurzform erklären. Deutschland ist vorbei. Die Zuschauer sind jetzt hier mit uns in der Reiferbahn-Sporthalle in Schwerin und gucken das spannende Drittligaspiel zwischen dem SV Grün-Weiß und Hennstedt-Ulzburg.
13:14 steht. Es war intensives Spiel in der ersten Hälfte. Und ich habe in der Halbzeit gerade die Info gekriegt. Wendy haben sie runtergenommen, denn Wendy hat Fieber. Okay. Ist also stark angeschlagen. Oder funktioniert hier die Uhr nicht? Also ist angeschlagen. Daneben Daniela Ernst. Verletzt und Dragita Glindo sowieso noch. Unter Verletzung. Okay, und jetzt. Schiedsrichter geben nochmal klare Anweisungen an den Kampfnehmertisch, damit die Uhr dann auch passt. 4 Sekunden. Zu weit und dann geht's los mit der Uhr auf das Zeichen des Schiedsrichters. Und dann können wir uns jetzt aufs Spiel zu konzentrieren. Herr Ralf Grünwald, der Trainer oder Co-Trainer des SV Grünwald-Schwerin, wusste auf die Frage, was wir jetzt besser machen in der zweiten Halbzeit. Nur zu sagen, 2 Tore mehr werfen wie der Gegner. Das sollte dann in dem Moment, wenn man das Ergebnis so hat, sicherlich reichen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall haben sie eine wahnsinnige Torhüterin da hinten drin. Noemi Susanna Nabilek. Ihre 10. Parade bereits in diesem Spiel. Und Julia Wink. Du sagtest eben noch, Hüpfwürfe sind ein probates Mittel. Aber und direkt der nächste Ball, Bibi Badlau. Aber auch die Möglichkeit, der Schwungwurf Deutschland, so wie eben von Joda Wink, sind natürlich ein Mittel, um eine großgewachsene Abwehr, die relativ statisch ist, auszunuckeln, auf gut Deutsch gesagt. Ja, 2 Minuten, sagt Roberto voraus, und es gibt 2 Minuten gegen Stefanie Lars. Ja, sie hängt klar hinten dran, lässt zwar dann beim Wurf weg, aber natürlich wird das geahndet. Es muss eine Gleichmäßigkeit herrschen auf beiden Seiten, also nur nachvollziehbar. Schiedsrichter waren sehr gute Spiele, ruhig, unauffällig. Ja, mit der klaren Linie zum Spiel, haben vor dem Spiel sogar die Büscher begrüßt. Das sieht man auch nicht so oft. Wen haben Sie begrüßt? Die Büscher. Okay. Was? Ja, sicherlich, Sie werden sicherlich ein Zeichen abmachen mit den Büschern, damit Sie auch sofort wissen, okay, auf die Platte und wischen. Ja, das sorgt aber für ein gutes Verhältnis, für eine gute Stimmung im Spiel. Mit den Schiedsrichtern, das ist immer ein sehr, sehr gutes probates Mittel, damit sich alle aufs Spiel konzentrieren. Ja. Und das ist für Henschel und Punkt noch nicht richtig angelaufen. Nein, so eben als sie aus der Kabine gekommen sind, schien sie immer noch Platz zu sein. Und Julia Wenk. In Unterzahl, ihr zweiter Treffer. In der zweiten Hälfte. Nabilek mit dem Fuß dran, aber es gibt 7 Meter. Aber wir haben auch mit Jennifer Knust jetzt eine Torhüterin im Tor von Henschel, die sich sehr nach unten bewegt. Und da waren die Würfe nach oben natürlich genau richtig. Und jetzt gibt es 7 Meter. Rabea Dickmann. Verwandelt auch ihren zweiten 7 Meter sicher. 16:16. Schwerin wird den Angriff jetzt sicherlich gleich noch verzögern. Steffi Lars macht sich bereit. Und gleich wieder rein können ins Spiel. Oh, von außen, der Ball ist drinne. Jessica Jander. So ein Wurf, über die sich der Torhüter ärgern muss, weil auch dieser Wurf war nicht mehr scharf, er war auch nicht wirklich 100% platziert, weil keine Körperkontrolle vorhanden war, und trotzdem findet der Ball das zweite Mal das Ziel. Das ist natürlich ärgerlich, gerade bei so einem Spielstand, wenn es so eng ist, und das war jetzt die Führung für Grünwald-Schwerin zum 17:16. Oh, schöne Finte, war die so gedacht? Ja. Den haben wir letztes Jahr auch schon gesehen. 2 Minuten. Nee, Abwehr im Kreis. Okay. Aber im Kreis 7 Meter für
Hennstedt-Ulzburg und Diekmann darf wieder. Dritter Versuch. Wieder gegen Nabilek. Und sie hat ihn! Ja, der da, das ist Robert. Nur ein kurzer Wink, Nabilek hält, ja. Also wenn Sie beim Lotto gewinnen wollen, ich vermiete Ihnen auch zu Rentenpreisen. Also, schön zu sehen, dass so ein bisschen handballerische Ahnung und ein guter Blick noch so alles wissen von diesem Sport. Ja, mein Nabilek hat jetzt 3 Würfe gehabt vom 7 Meter. Einmal linke Ecke, einmal rechte Ecke. Hat ihr Stellungsspiel ein bisschen verändert bei der Ausführung und reagiert dann dementsprechend sehr, sehr gut. Oh, das war eine gute Variante, war nicht aufgepasst. Oh, das war sehr kopfnah von Diekmann. Tabelle Nummer 4. Ja, solche Würfe waren der Grund, warum man selber nicht ins Tor gegangen ist, Robert. Das war nur ein kleiner Ball, aber scharf geworfen und im Gesicht tut er nicht gut. Nein, sicherlich nicht, aber ich denke mal, es war eher so ein Schulterschuss. Aber wie gesagt, man sagt ja auch mal, Torhüter müssen ein bisschen verrückt sein, damit sie sich dann reinstellen. Wenn man dann auch noch gut ist wie Nabilek, dann verzeiht man hier auch so einen Fehler. Das sah mit schweren Schritten aus. Klus hält zweimal und es gibt 7 Meter. Aussage von Lutz Gauner im Team-Timeout in der ersten Halbzeit, geht über die Außen, klappt jetzt das dritte Mal und dann macht Jesse Janer einen sehr, sehr guten Job für Vivian Bartlow, die gar nicht so viele Möglichkeiten mehr hatte. Und Knus hält jetzt gegen Vivian Bartlow. Ja, was für ein Konterbild auch zu dem Spiel in Rostock, wo Jessica Janer nicht auf den Plan kam. Dann kam Steffi Dube, macht es viel besser. Heute nutzt Janda ihre Chance. Und Diekmann wieder von außen. Er hat aber auch eine Menge Raum auf der Außenseite. Treffer Nummer 5 für Rabia Diekmann. Ich glaube, die Andrea, die braucht nicht viel Platz zum Absprung. Die hat eine sehr gute Sprungbewegung. Macht sich schön lang Richtung 7 Meter. Hat natürlich alle Zeit der Welt dann zu gucken, was macht die Torhüterin. Und das macht sie ein ums andere Mal recht gut. Jetzt der schnelle Abschluss von Erdmann, landet im Nichts. Und da ist alles offen. Bei Steffi Lars. Richtig sattelfest sieht da die Abwehr nicht aus. Das weiß ich nicht, ob ich Lutz Grau einfach Zeit nimmt, wo wenn die Günther immer auf der Bank sitzt, sie das zu erklären oder ob sie noch kommen soll. Ich denke, er wird sie immer noch wieder in ein, zwei Phasen bringen. Weil manchmal sind diese kleinen Momente, die man dennoch hat, und die hat Benny Günther einfach, dass sie doch mit der Einzelaktion eine gute Szene hat. Und Vivian Erdmann weiht dann auch das andere Holz ein. Da frage ich mich immer, sie haben sie schon, sie nehmen sie an, warum halten sie sie nicht jetzt? Warum warten sie nicht auf den Schiedsrichterpfiff? Nein, man gibt der Spielerin dann doch nochmal eine zweite Chance und damit holt sich dann den 9 Meter raus. Ja, und den verwandelt letztendlich Bente Maaßen. Vierter Treffer. 19 zu 17 für Hennstedt-Ulzburg. Und
angesprochen, Wendy Künzel, für Steffi Dube. Und Jessica Jander jetzt auf die andere Außenseite gegangen, schaltet ebenso von rechts außen und Vivian Bartler auf links außen. Oh, da lässt den Ball laut durchrutschen durch die Hände. Laura Neu, erster Treffer für sie. Und irgendwie wirkt das so ein bisschen, als wäre die Luft raus bei Grün-Weiß. Ja, man hatte zu Anfang der zweiten Halbzeit das Gefühl, dass es läuft. Da war die Körpersprache bei Henschel Ulsburg deutlich negativer. Aber jetzt hängt der Grün-Weiße Express so ein bisschen fest. Oh, Fehlpass von Erdmann, versucht ihn noch zu holen, bleibt dann aber fair. Und Skubic macht ihren dritten Treffer. 21-17. Und Erdmann geht jetzt von der Platte. Und Labs kommt. Das wäre so eine Szene gewesen, wenn es nicht frühzeitig abgefischt worden wäre. Die Klasse besitzt man natürlich trotzdem, wenn man eine Erkältung hat. Künzel, Tor! Und jetzt gibt es noch 2 Minuten. Gegen Bente Maaßen. 18:29, Torschütze Nummer 9, Benny Künzel. 2 Minuten. Wo Maaßen Henschel Ulsburg nicht zur Verfügung steht. Das ist auf jeden Fall eine Schwächung. Bente Maaßen, 18:29, Start Grün-Weiß. Mal schauen, was Grün-Weiß da machen kann. Gibt hier kurz zur Deckung oben auf Pisic. Pölzke, Nabelek, mit Hilfe des Blocks. Und schönes Anspiel von Lars auf Lars. Und dann geht der Ball nicht ins Tor. So ein Ding muss natürlich rein. Freie Wurfposition. Das ärgert sich wahrscheinlich auch unheimlich doll. Wäre, ja, wäre es nur noch 2 Tore gewesen. Und wieder Nabelek. Das war gegen Laura Neu. Ja, Nabelek hält Schmerin momentan im Spiel. Badlau scheitert gegen Schluss. Das ist auch schon zum vierten Mal richtig zugreift. Da muss Vivian Bartlau mit dem Körper oben bleiben und oben lang ins Eck einnetzen. Das kann sie. Nein, sie geht in die Wurfbewegung von der Torhüterin, wirft das Ding auf halbe Höhe. Und Dickmann. Stürmerfoul. Wieder gut gestellt von Jan, ne? Wenk. Zu früh und zu weit links. Ja, viel ist nicht mal rausgekommen in der Überzahl. Zwar kein Gegentor, aber auch nur eins gemacht. Pölzke. Er ist völlig missglückt. Nabelek auf Bartlau. Pfosten ist denn das wahr?
Perfekter Pass von Nabelek. Ja, und auf der anderen Seite das Holz. Und jetzt der Pass für Vivian Bartlau. Und jetzt ist er drin. Dritter Treffer für Vivian Bartlau, wie der Handball so spielt. Ja, den brauchte sie jetzt aber auch nach zwei vergebenen Chancen. Kann man nur sagen, Gott sei Dank. Selbstbewusstsein steigt sofort wieder bei der Spielerin. Ich habe es selten so oft am Holz knallen hören, wie heute, hier bei dem Spiel. Ja, jetzt das passive Spiel auch angezeigt von den Schiedsrichtern. Maaßen. Und abgepfiffen. Da wollte das Foul provozieren. Und die Berliner Spielerin steigt nicht ein. Nein, vollkommen richtig. Also es war jetzt nur noch in der Hoffnung, dass man 9 Meter bekommt. Und ich habe noch keinen Schiedsrichter gesehen, der das dementsprechend auch so pfeift. Fuß von Wenk. Diese technischen Fehler nicht mehr, Abspiele, Fangfehler. Los, gibt Abwurf. Und wieder der Ballverlust. Mal besser und Nabelek wieder und es gibt 7 Meter. Abwehr im Kreis gepfiffen. Und Laura Neu verwandelt den 7 Meter. Denk und Klus. Starke Parade. Warum wirft man jetzt unten? Warum? Man hat ja in der ersten Halbzeit schon oben geworfen. Ja, aber würde sich bei dieser Torhüterin von der Körpergröße, erstmal von der Statur und auch von der Bewegung her deutlich besser anfühlen, wenn man den Weg nach oben sucht. Und da macht es Ulstedt ganz, ganz clever. Springt weit aus, beobachtet Nabelek unheimlich lange. Fünfter Treffer für Bente Maaßen. Schwerin wird auch ideenlos. Und ich persönlich das Gefühl, dass Schwerin vielleicht das Team-Timeout braucht. Was sagt der Trainer dazu? Ja, manchmal ist es nützlich, manchmal sagt man aber auch, da müsst ihr euch selber wieder rausziehen. Und sie haben es ja eben schon fast einmal geschafft. Aber dann kommen diese kleinen technischen Feinheiten dazu. So wie, da gibt es zwei sicherlich, aber es war auf jeden Fall keine böse Absicht. Von Pesic. Ja, gibt die 2 Minuten. So, es gibt Touchdown. Ist die Lippe aufgeplatzt, scheinbar. Julia Wenk. Aber Schwerin ist überzeugt. Vivian Erdmann kommt zurück. Hat vielleicht eine oder andere Initialzündung sitzen. Und Erdmann, Forsten, ist es denn wahr? Bartlau mit dem Nachwurf. Oh, das 7 Meter, 2 Minuten. Ja, genau so ist es. Da musst du die Hände weglassen, Ann-Kathrin
Kubik. Badlau hat völlig freien Wurf, ist frei durch. Darf sie nicht in Wurf angreifen. Ganz starker Auftritt von den Schiedsrichtern hier. Sieht mir der 2-0 richtig. Auch die Ruhe zu haben, den Trainer zu sagen, das habe ich gepfiffen. Das ist hier die Entscheidung. War ein Wurf ab, war aber keine Absicht, sondern kommt einfach spät. Nein, sie haben ihr den Versuch unterstellt, sie wollte den Ball spielen. Und daher die Bewertung auf die 2-0-Strafe. Vollkommen richtig. Und jetzt Wendy Künzel am 7 Meter. Ihr dritter Versuch. Und danach doppelte Unterzahl für Henschel Ulzburg. Sie trifft. Dritter 7 Meter von ihr, dritter Treffer. Und sie macht es richtig, sie wirft oben. Man merkt aber auch, dass ihre Körperspannung nicht heute bei 100% ist. Merkt man, die Schnelligkeit ist nicht so 100%ig bei ihr da. Und trotzdem setzt sie wichtige Akzente im Angriffsspiel von Grün-Weiß. Das ist richtig gut, ein paar Sekunden. Ja, natürlich. Das ist jetzt irgendwo ein aktives Zeitspiel provozieren, indem man immer wieder auf die Abwehr stößt und hofft, dass man 9 Meter bekommt. Oder? Nabilek hält den Ball gegen Bielefeld. Und Erdmann Scheidner, da knust. Jetzt sehe ich leider nichts. Die Dritter stehen davor. Ballverlust Schmarin. Und Ballgewinn. Ball gewinnt Schmarin, es gibt Freiburg für Grünball Schmarin. Jetzt wird es aber nochmal hektisch. Erdmann hat den Wurf, Tor! Treffer 5 für Vivien Erdmann. Nächstes Tor ist von Grünball Schmarin zum 21-23 Torschütze. Völsker, ja, Lars, aufpassen, dass er nicht direkt nochmal 2 kriegt. Jetzt haben wir 5 gegen 6. Pesic zurück. Schlimmer Foul. Oh, da war es ein bisschen Konfusion. Da hätte er Ulzburg. Hilme wollte runter vom Feld und sollte aber draufbleiben. Ich sag ja, jetzt wird es hektisch. Völzke darf jetzt wieder. Also Ulzburg wieder voll. Und es gibt direkt 7 Meter und wenn sie Pech haben, direkt die nächsten 2 Minuten. Okay, nochmal eine Ermahnung. Ermahnung. Ing, Alisa, Öme, sie wollt ja runter. Jetzt kommt sie, glaube ich, auch. Und wenn die Künzel am 7 Meter verkürzt. Auf 22 Reifmatte. Fünfter Treffer für Wendy Künzel. Totale Konfusion hier. Wer soll rauf? Wie viele dürfen rauf? Habe ich so auch in der Form noch nicht gesehen. Ein 4-Mann-5-Mann-Chaos hier auf der Hennstedter Seite, ja. Ja, er hat wahrscheinlich jetzt die Taktik umgestellt. Und dann gesagt, Schmarin kommt jetzt wieder und wir müssen jetzt was verändern. Hat er kurzfristig alles umgestellt. Ich nehme es jedenfalls mal an. Maaßen und Tor. Um den Block. Auch keiner raus zum Annehmen. Keiner Block. Treffer Nummer 6 für Ulzburg Nummer 5. Ja, den darf Jan da nicht spielen.
Also Glück, dass ihr noch Fuß bekommt. Ja. Jetzt muss aber was passieren bei Schwerin. Oh, da wirft sie, glaube ich, schnell wie Lars an. Und dann ist der Ball nicht mehr scharf genug. Und da geht keiner an, Pilsen jetzt mit dem Treffer. Und da ist sie scheinbar auf den Kopf gefallen. Und 2 Minuten Strafe. 2 Minuten Strafe gegen Kerstin Labs. Ja, ist natürlich im Rahmen der Emotionen ein bisschen Aufregung jetzt beim Schweriner Publikum. Aber es ist ja eine starke Partie von den Schiedsrichtern. Aber jetzt ist es natürlich schwer für Schwerin. Wir haben noch knapp 8 Minuten auf der Uhr. Und Bartlau. Tolle Einzelaktion. Hat gesehen, dass die Lücke aufbleibt und bringt dann ihren Körper wunderbar mit rein. Das ist schön ausgespielt auf Außen, der Treffer von Hanni. Lutz Gau hat vor dem Spiel gesagt, jede Serie reißt mal. Wir sind kurz davor. Oh, ein schönes Anspiel auf Lars. Es gibt Abwurf, aber 2 Minuten. Gegen Bente Maaßen. Bente Maaßen, 2 Minuten Zeitstrafe. Es war Stadt und Tor. Ich muss erklären, wegen Trikot ziehen, aber sie kommt dann frei zum Wurf, also kein Freiwurf, aber trotzdem die 2 Minuten. Aber für Schwerin ist das nicht getroffene Tor schon schmerzvoll, weil die Zeit läuft ihnen weg. Und jetzt greift sich Lutz Gau hier an der Schweriner Bank die Timeout-Karte. Und Laura Neu. Und sind sie umgelassen. Abilek jetzt den Ball vor. Auf Vivian Bartlau. Und er trifft. Treffer 5 für Vivian Bartlau. Wichtiges Tor. Fast der Ballgewinn von Kerstin Labs, die wieder zukommen konnte. Ui, und das, was bei Jandev funktioniert hat in der ersten Hälfte, funktioniert auf der anderen Seite für Hani jetzt nicht. Und Erdmann, hat sie sich aber auch wehgetan. Schlag auf Oberschenkel, Pferdekuss. Ja, und dann kommt das Handball-Allheilmittel zum Tragen, Eis. Eine heiße Soße nehmen würdest, oder? Ja, die sollte man dann doch lieber essen, ja. Ja, deswegen so entspannt sich der Muskel oder auch das Blutgefäß unheimlich schnell, geht nicht auf und so dämmt man den ganzen ein. 2-3 Schritte, dann geht er gleich wieder. Der Schmerz kommt erst morgen. Da weiß man doch, warum man Montagmorgen nicht mag. Aber zurück zum Spiel. 24-26. 5 Minuten noch knapp auf der Uhr.
Und das sind jetzt nur, nicht nur für Vivian Erdmann die Minuten, die richtig wehtun. Kerstin Labs kurz vor 2 Minuten. Handstand wieder voll. Ah, Fuß entschieden von Janne, würde ich sagen, nach dem Block von Labs. Ah, sie nickt ab. Faire Geste. Ja, konnte nicht weglaufen. Genau, ziemlich aus. Ah, Labs zu weit, rausgerückt. Passives Spiel angezeigt und abgepfiffen. Und Bad Lau. Der ist drin, was für ein Tor! 6. Treffer von Bibi Bartlau. Jetzt arbeitet die Abwehr unheimlich punktuell auf den Ballführenden. Ist unheimlich schnell geschlossen, sobald sich eine Lücke auftut. Also wenn das so weitergeht, wird das hier noch eine ganz, ganz heiße, enge Kiste. Ja, 25-26 der Spielstand. 4 Minuten noch. Da weiß ich nicht wohin. Kein passives Spiel. Noch jedenfalls nicht. Schön das Kreisspiel unterbunden von Benny Künzel und jetzt gibt es Auszeit von Helmstedt Ulzburg. So, es gibt die erste Auszeit durch SV Helmstedt Ulzburg. Und dann die zweite bei uns wünschen von so. Hier kann es sein, wie sie es. Kommt ihr ran? Okay. Sie sind auf der Halbposition offensiv hier. Spiel ruhig das Kreuzen, habt Mut. Oder Spiel wieder Sylt, dass wir in die Mitte bekommen mit viel Druckarbeit. Ihr habt Platz, auch wenn sie auch links außen haben wir viel Platz dann. Dann könnt ihr in der Zweiergruppe arbeiten. Wir müssen sehen, dass wir recht schnell zurückkommen. Die lange Pässe auf Badlau müssen wir wegnehmen. Okay? Sonst kommst du da ein bisschen raus. Und hinten in der 5-1 richtig arbeiten. Da vorne ruhig spielen. Ruhig und mit viel Druck marschieren. Wenn wir hinten den Ball gewinnen sind, auf jeden Fall zweite Welle. Immer Tempo. So, eine Frage an unsere Technik. Funktioniert das Mikrofon noch? Funktioniert einwandfrei, sehr schön. Das ist Handball mittendrin, statt nur dabei. Oh ja. Wir haben dich schon gesucht eben. Ja, die Halbzeitansprache. Kurz und knackig, die langen Bälle auf Badlau müssen wir verhindern. Das Kreuz, ruhig das Kreuzspiel, mutig sein, sie kommen offensiv jetzt mehr raus. Das waren so die Hauptpunkte. Und auf jeden Fall zweite Welle spielen, Nabelek. Auf jeden Fall die zweite Welle spielen. Immer Tempo. Mhm. So die Ansagen für die letzten Minuten. Block. Jetzt stellen für Marcel und da ist der Block und da. Nabilek hat den Ball. Parade 15. Und Labs! Oh, da gibt es einen Freiwurf. Ja. Da kann sie wieder ablegen. Vivian Erdmann läuft sich schön frei im rechten Kreisraum. Wäre eine Ablegemöglichkeit gewesen, kann sie natürlich nicht sehen. Schade. Ja, schön abgelegt, jetzt auf Labs ist drin! Treffer 5. 26-26. 2 Minuten noch. 26-26. Nabil erkält und es gibt sie. Nee, es gibt Abwurf. Jetzt kommt Nabil erkält richtig aus sich raus. Da sind Emotionen drin jetzt. Den habe ich jetzt nicht erwartet in dieser Form, aber schön für den Handballsport. Das im jeden Fall, die Halle kocht hier an der Reiferbahn. Erdmann, jetzt drin! Mit viel Glück!
Treffer 6 von Vivian Erdmann. Und die Führung für Grünwald Schmarin. Freiburg. Fans in Ulzburg. Und ein kleiner Vorteil, Lutzgau hat immer noch seine Team-Time-Out-Karte. Das heißt, da besteht immer noch die Möglichkeit, kurzfristig einzugreifen für eine kleine Besprechung. Ich denke, das wird auch kommen. Ich denke, ganz egal, wie der Angriff von Hennstedt und Ulzburg jetzt aussieht, wird Lutzgau sie wohl nehmen. Hier wäre es recht, einen Ball gewinnen. Siegmann, scheint er der Nabelek! Mit ihrer 16. Parade! Und jetzt Manndeckung. Manndeckung von Hennstedt und Ulzburg. Erdmann, langer Pass. Jander nimmt ihn für Napsdorf weg. Aber die Zeit läuft runter und jetzt gibt es das Team-Timeout von Lutzgau. Unser Trainer Lutzgau und auch sein SV Blüten-Weiß Schwerin. Ganz ruhig, meine Damen, ganz ruhig. Vorne, jetzt haben wir erstmal den Freiwurf, dann müssen die alle 3 Meter weg sein. Wir versuchen jetzt noch ein, zwei Mal hin und her zu spielen. Wenn sie Pressdeckung spielen, dann fangt nicht an, quer den Pass durch die Deckung durchzuspielen. Geht alleine, macht Freiwürfe. Ja? Wenn die versucht, dir den Ball zu schnappen, dass du dann mit deiner Schnelligkeit oder Bibi, je nachdem, und dann geht ihr. Ja? Bis zum Gotterbaum. Alles klar? Ja! Nicht so früh abfliegen! Er ruft noch nach, nicht zu früh abschließen. Jetzt ist erstmal Freiwurf, die müssen erstmal 3 Meter weg. Und dann immer rauf auf der FS 1-1 suchen. Die Zeit, aktives Zeitspiel, wie du es genannt hast. 27, 26, 24 Sekunden noch und los geht's. Jessica Jander mit dem Ball. Badlauf. Lars, ist durch! Kein Freiwurf! Der lange Ball auf Neu. Und Ball gewinnt durch Vivian Badlauf. Und jetzt haben wir noch 6 Sekunden. Steffi Lars wirft. Aber das war's! Grünwald Schmarin besiegt Hennstedt Ulzburg. Mit 27 zu 26. Ein Handballspiel, was alles hatte. Schwächen, Höhen. Viel Spannung und am Ende ein Sieger. Ja, das Ende habe ich jetzt so nicht mehr erwartet. Aber umso schöner, dass die Grünen sich zurückgekämpft haben über ihre sehr, sehr gute Abwehrarbeit in den letzten 15 Minuten. Also dafür Erfolg auch definitiv verdient. Und auch dem Lutzgau zu gönnen. Ja, und nachdem Rostock und Wismar ihre Spiele nicht gewinnen konnten, hält Schwerin die Flagge für Mecklenburg hoch in der Drittliga und gewinnt bei Hennstedt Ulzburg und zieht an Ebel in der Mannschaft vorbei. Herzlichen Glückwunsch. Ich bedanke mich, kannst du mir froh sein für den Beinbruch. Ich glaube, das ist dann auch der
wenn mindestens ein Schuss in der Hand von Bernardo reingeht. Das hat nicht geklappt, weil wir beschlossen haben, dass wir nicht clever sind. Der Nutzfreund nimmt schon was Mikrofon bei Grimmel. Der Volker hat es schon gesagt. Zum Schluss ist ein glücklicher Sieg. Unsere Gäste haben ja in vielen Phasen immer wieder geführt, konnten sich immer wieder mit zwei, drei Toren absetzen. Dann wurde es zum Schluss ein bisschen hektisch. Da ich meine, Handball ist ja ein bisschen allgemein eine Sportart, wo es auch mal gegen Frau geht. Aber ich denke mal, insgesamt war es wohl fair. Erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Wir haben ja bei Ihnen so weit weggelassen, dass wir nicht noch unsere Chance gehabt haben. Und ich habe damals im Mädels gesagt, manchmal muss man auch einfach arbeiten und nicht nur spielen. Und wahrscheinlich haben wir das Fältchen Glück in der Schlussphase gehabt, sodass wir das Spiel noch siegreich gestalten konnten. Ich wäre sicherlich heute auch mal entschieden zufrieden gewesen. Aber so ist es nun mal. Mal gewinnt man, mal verliert man. Aber ich kann meinen Damen nur ein Riesenkompliment machen, dass sie wirklich gestunden haben, wie die Werftarbeiter, sag ich mal, so heute. Dann gibt es auch, kann man das ja sagen, eine Frage von der Stadtbezahlung, wer ist hier nächster Kunde zu Hause oder müssen wir nochmal auswärts haben? Nein, wir dürfen dicht an die polnische Grenze fahren, zum Frankfurt-Ungarn. Ich hoffe, wir werden gerade mit dem zusätzlichen Schwung, dass wir da die Punkte mitnehmen können, weil nach unten ist ja doch immer noch ein bisschen eng und wir wollen eigentlich noch ein bisschen nach oben aufrichten. Weil vielleicht für die Zuschauer, ich denke, die Zuschauer haben heute ein Top-Drittligaspiel gesehen von beiden Mannschaften auf hohem Niveau. Und auch wenn die Schiedsrichterentscheidung vielleicht immer positiv kommentiert worden sind, auch wenn das Spiel fand, dass auch das Schiedsrichter leider nicht angepasst hat, im guten Spiel. Noch ganz kurz die letzte Frage, wie sehen die Saisonziele aus für Ihr Team? Ja, und dann kommt es immer noch in die Probe, wenn die Tabellen zurückkommt. Das ist hier die realistische Arbeit, da muss man schon mal so ein Spiel gegen die Tabellen haben, außer zu gewinnen. Da müssen wir das nächste Mal machen. Ich bedanke mich für Ihr Team, Ihr Werk, mit dem Einfach, bis zum nächsten Mal. Dankeschön und einen schönen Start in die Woche. Kurz, bevor es gleich weitergeht hier, wir haben ja dann schon den nächsten Termin, den 25. Januar. Sag noch was dazu und dann laden wir natürlich alle herzlich ein, hier in die Sporthalle genannt. Die Hölle. Ja, ist hier auch dann in der Schlussphase wirklich gerecht geworden. Also gut, Pokalspiel, zweite Liga, die Mannschaft ist sicherlich Favorit, also unsere Mannschaft, also die Zweitligamannschaft. Wir werden die Woche vernünftig arbeiten und gucken, dass wir sie ärgern können. Vielleicht können wir nochmal so eine Sensation schaffen wie letztes Jahr gegen Harrisley heißt das. Und das würde uns dann sicherlich noch ein bisschen mehr motivieren und auch abtreiben. Also ich bin da ganz relaxed und wenn wir rausziehen sollten im Pokal und vernünftiges Spiel gemacht haben, dann ist es auch okay. Das ist ja schon gesagt. Wenn wir arbeiten mit den Hafenarbeiterinnen, trotzdem wünschen wir uns dann am Sonntag eine volle Halle und dann schauen wir mal, wo es denn hingeht in der sogenannten Hölle. Genau so. Ja, also ganz schön, dass ihr hier wart hier am Sonntag. Vielen Dank. Einen schönen Start in die Woche und dann sehen wir uns am Sonntag, den 27. Januar wieder. Dankeschön, Lutz Grau, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. So, das Spiel ist vorbei. Der SV Grünwald-Schwerin gewinnt gegen Hennstedt-Ulzburg mit 27-26. Nach dem Spiel haben wir uns geholt Jessica Jander und die stellt sich jetzt den kritischen Fragen unser Quasselkit. Was findest du an Handball so toll? Na, es ist ja ein sehr energiereicher Sport. Man ist in einem Team, man kann zusammen kämpfen, man verliert zusammen. Ich finde es einfach toll. Wie alt bist du? Ich bin 20 Jahre alt. Seit wann machst du Handball? Ich habe mit Handball begonnen in der 4. Klasse, also war ich 12 Jahre alt. Macht dir Handball immer noch Spaß? Ja, natürlich, super viel. Ich habe eine tolle Mannschaft, da kann Handball nur Spaß machen. Warum ist euer Ball so klebrig? Na, weil wir bei den Frauen Klister nehmen und es gibt viele Leute, so wie auch ich, haben halt kleine Hände und da kann man den Ball mit besser fangen, werfen. Es hilft einem. War das Spiel heute gut für euch und war es auch knapp? Natürlich, es war sehr knapp und gut war es halt, weil wir jetzt die 2 Punkte für uns geholt haben, somit einen Platz nach oben gestiegen sind und an unserem Gegner, Hennstedt-Ulzburg, vorbeigezogen sind in der Tabelle. Bist du mit dem Ergebnis zufrieden? Gewonnen ist gewonnen, würde ich mal sagen. Natürlich hätte es anders ausgehen können, aber ich bin froh, dass wir jetzt gewonnen haben. Ja. Das war's.
Soweit keine Fragen mehr, dann das war's dann hier von den Quasselkids und auch vom Spiel des SV Grünwald-Sperrin gegen Hellstedt Ulzburg. Ich bedanke mich fürs Zusehen, für alle, die zugeschaut haben, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Sport in Sperrin.